lange halte ich es hier nicht mehr aus. Ich sag's euch, ich muss hier bald raus. Mom nervt mich, meine Geschwister nerven mich, eigentlich nerven mich alle. Alle bis auf Marvin. Ich hoffe, ich treffe ihn bald wieder. Ich habe nämlich ein verlassenes Haus in San Sequoia entdeckt. Das muss ich ihm unbedingt zeigen. Er wird es lieben. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 65. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei unserer Familie Potter und wie die meisten von euch wissen, ich habe jetzt schon wirklich lange kein Video aufgenommen. Denn ich war einfach schon wieder krank. Aber zum Glück geht es mir jetzt besser und deshalb geht unsere 100 Baby Challenge jetzt weiter. In den letzten Parts ist wirklich sehr viel passiert. Emma und Gabriel sind sich endlich wieder näher gekommen, er ist mittlerweile bei uns eingezogen und außerdem sind die beiden verlobt. Auch in Livias Leben hat sich einiges getan, denn sie hat sich in einen Vampir verknallt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Vampire Boy von ihr heißt, aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass das Ärger mit sich bringen wird. Übrigens habe ich eine Kleinigkeit geändert. Dies hier ist jetzt nicht der letzte, sondern erst der vorletzte Part. Heute werden wir nämlich mit Oren und Flora Geburtstag feiern und außerdem die Hochzeit für Emma und Gabriel vorbereiten. Und der nächste Part wird dann wirklich der letzte Part dieser Generation sein und dort feiern wir dann die Hochzeit. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle natürlich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und wir starten jetzt gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Wir haben heute Samstag. Es ist tatsächlich erst 5 Uhr früh, aber Emma ist schon wach und bereitet gerade einen Kuchen für ihre Kinder vor. Heute haben nämlich Flora und Oren Geburtstag. Also die beiden werden heute tatsächlich schon zu Teenagern. Außerdem ist heute auch ein Feiertag, nämlich Ende des Sommers. Also dann haben wir gleich 2 Gründe, warum wir heute eine Party schmeißen können. Warum ist Rose denn jetzt auch wach? Sie ist verängstigt. Was war das für ein Geräusch? Weil Angst im Dunkeln hat. Okay, Rose hat anscheinend noch immer Angst im Dunkeln. Ich weiß auch nicht ganz warum. Übrigens sind schon wieder alle unfassbar traurig. Denn 3-mal dürft ihr raten, was passiert ist. Sirius ist einfach schon wieder abgehauen. Also unsere Katze, ich weiß nicht warum, aber die hasst uns einfach. Und ich habe mich wirklich gut um sie gekümmert. Also wirklich jetzt. Deswegen, ich habe keine Ahnung, warum die uns hasst. Aber ich habe mich übrigens dazu entschieden, wir nehmen Sirius nicht mit zu Livia. Weil das ist mir ein bisschen zu stressig. Ich sag's, wie es ist. Ich kann nicht damit umgehen, dass die Katze alle 2 Tage abhaut und dann weinen meine Sims die ganze Zeit. Das finde ich ein bisschen wild. Rose setzt sich jetzt auch schon an die Hausaufgaben. Das ist wirklich toll, denn um ehrlich zu sein, sie ist nicht sonderlich gut in der Uni. Und wir wissen alle, ich bin daran schuld. Ihr Notendurchschnitt ist 4+. Sie ist tatsächlich auf Bewährung und ja. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein bisschen stressig mit so vielen Sims im Haushalt und dann auch noch den Uni-Alltag zu spielen. Deshalb ist sie meistens auf sich allein gestellt und sie macht das eben nicht so gut, wie sie es könnte. Und der Kuchen ist fertig. Perfekt. Dann fügen wir hier gleich mal Geburtstagskerzen hinzu und dann kann Emma auch gleich mal eine Geburtstagsparty für die Kleinen veranstalten. Übernachtungsbesuch hinzufügen? Organisiere einen Übernachtungsbesuch in deinem Haushalt. Übernachtungsbesuche können mehrere Tage stattfinden, während andere Ereignisse stattfinden und ermöglichen es, Gäste mit deinem Haushalt zu verreisen. Stelle nur sicher, dass genügend Schlafplatz für alle vorhanden ist. Das finde ich absolut großartig. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gut, wir fügen jetzt ein Ereignis hinzu. Eine Babyparty? Ich glaube nicht, dass irgendjemand schwanger ist. Wer ist schwanger? What? Okay, ich bin verwirrt. Egal, ich ignoriere das einfach mal. Und wir werden eine Geburtstagsparty veranstalten. Unsere Geburtstagskinder sind natürlich Flora und Oren. Und einladen werden wir jetzt wirklich jede Menge Sims. Ich möchte nämlich die ganze Familie einladen. Denn immerhin brauchen wir auch noch einen Trauzeugen, dann den Offizianten, Blumenmädchen. Also alle möglichen Dinge für die Hochzeit eben. Das heißt auf jeden Fall kommen Daisy und Ivo.
Dann kommt Jared, Violet, Richard. Ich glaube, das ist doch die Schwester von Emma. Die können wir eigentlich auch einladen. Oren, das ist der Sohn von Daisy und Sydney. Der ist tatsächlich schon zum Teenager geworden. Und ich habe ihm auch ein kleines Umstyling gegeben. Dann laden wir noch Leo ein. Dann haben wir noch Lena. Das ist nämlich die Tochter von Gabriel. Nein, wobei... Ja, egal. Die kommt einfach auch. Und dann laden wir natürlich noch Sydney ein. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ist das der Mann? Nein, das ist nicht der Mann von Ivo. Das ist der Bruder von Lena. Ach, ich glaube, den Mann von Ivo kennen wir leider nicht. Ist nicht so schlimm. Den hat er uns ja noch nicht mal offiziell vorgestellt. Vielleicht möchte er ja auch nicht, dass wir ihn kennenlernen. Die Party startet, sagen wir, um 12. Dann haben wir noch genug Zeit, alles zu erledigen. Und natürlich findet es hier statt. Genau. Perfekt, dann müssen wir eigentlich nur mehr drauf warten, bis die Party startet. In der Zwischenzeit kann sich Emma mal um den Garten kümmern, denn der sieht tatsächlich gar nicht mehr so gut aus. Ja, seit diese Familie reich ist, kümmere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut um den Garten. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Aber wie schon vorhin gesagt, allzu lange spielen wir in diesem Haushalt ja nicht mehr. Alles in allem würde ich aber sagen, dass es bei der Familie wirklich, wirklich gut läuft. Also Gabriel hat sich toll eingewöhnt. Er hilft uns jetzt sogar schon im Haushalt. Er pflegt nämlich den Garten. Auch Emma geht es gut. Sie hat zwar gerade eine Midlife-Crisis, also sie ist irgendwie komplett durch den Wind momentan. Wir sehen das hier auch. Ach genau, und es hat gebrannt, ich glaube gestern oder vorgestern. Rose wollte kochen, es hat nicht so ganz funktioniert. Man kann diese Sims einfach nicht alleine lassen. Wo steht denn das jetzt mit der Midlife-Crisis? Ach, ich bin verwirrt. Vielleicht hat sie die Midlife-Crisis überwunden? Nein, hat sie nicht. Sie ist sehr traurig. Die Zeit wird knapp, weil über das Leben nachgedacht hat. Das Leben plätschert einfach so dahin und Emma hat das Gefühl, eine Menge nachzuholen. Warum kann ich das nicht lesen? Eine Menge nachholen zu müssen. Oh Gott, Sims. Versuche ein paar Punkte von ihrer Midlife-Crisis-To-Do-List aus der Bestrebenleiste zu erfüllen. Ah, hier sehen wir es. Beim Bestreben haben wir jetzt Midlife-Crisis. Streben nach Erfolg. Sie möchte einen Whirlpool kaufen, Geld in einen Tresor legen, 3 teure Gemälde kaufen und eine Beförderung aushandeln. Ich weiß nicht, warum Emma immer glaubt, ihr komischer Botenjob, den sie gefühlt vor 30 Jahren gemacht hat, wäre ein richtiger Job, in dem sie befördert werden kann. Aber okay. Das werde ich hier nicht erfüllen, aber ich glaube, wir könnten ja einfach mal 3 teure Gemälde kaufen. Warum nicht? Immerhin haben wir das Geld und Emma interessiert sich für Kunst. Vielleicht können wir ja sagen, Gabriel hat dir das geschenkt und war so, Emma, ich weiß, du liebst Kunst, deshalb habe ich mir gedacht, ich schenke dir mal ein paar Kunstwerke, damit du nicht alle selber zeichnen musst. Ja, keine Ahnung, ob man sowas wirklich sagt. Kein Plan, aber wir kaufen einfach mal ein paar teure Gemälde. Ja, nehmen wir den Berg da, warum nicht? Berge sind doch toll. Selbstachtung, das hängen wir dann. Okay, das ist echt groß, das ist mir zu riesig. Und da hat auch nichts Platz. Gut, dann geben wir halt hier oben eins hin, hier hängen wir eins übers Sofa. Und eins möchte sie noch, vielleicht hier. Den Platz hier fand ich sowieso schon immer ein bisschen leer. Ja gut, wir hängen hier Birnen auf. Warum auch immer. Ich hoffe, dass das gezählt hat. Hat das gezählt? Nein? Emma möchte teure Gemälde kaufen, die mindestens 1000 Simoleons kosten sollen? Okay, Emma. Gut. Dann verkaufen wir die mal wieder. Mindestens 1000 Simoleons. Oh wow. Also bevor sie Gabriel hatte, war sie um einiges bescheidener. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es überhaupt Gemälde, die so viel kosten? Ja, gibt's genügend. Okay. Dann nehmen wir hier mal Viva la Landschaft. Hier hätten wir ein Bild von Vlad. Das könnten wir Livia ins Zimmer hängen. Livia liebt ja seit neuestem Vampire. Und jetzt bekommt sie hier so ein riesiges Bild von Vlad hin. Passt doch einfach großartig hier hin. Ist auch gar nicht irgendwie over the top. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Können wir dich ein bisschen nach oben verschieben? Okay. Ach, Vlad. Den finde ich übrigens nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Vielleicht ist er irgendwann mal gestorben oder so, weil ich finde ihn einfach nicht mehr an. Und hier haben wir noch... Nee, das ist blöd. Ja, irgendein Bild mit einer Katze. Sehr gut. Und ich hoffe, dass das jetzt geklappt hat.
Ja, es hat funktioniert. Okay, und jetzt möchte sie gleich einen neuen Freelancer-Job starten. Ja, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn man Freelancer werden will, dann muss man doch eh nur ein Business anmelden und eigentlich malt sie doch. Das heißt, ist das bei Arbeitsamt registrieren? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich probiere es einfach mal aus. Und jetzt können wir hier eine Karriere registrieren. Keine Ahnung, Künstlerin? Ich male gerne und viel. Kauft meine tollen Gemälde. Großartig. Unsere Emma ist jetzt Künstlerin. Es hat natürlich nicht geklappt, oder? Nein, warum lese ich auch nie durch, was man tun muss? Egal, Emma hat jetzt einen neuen Job und für mehr haben wir jetzt auch nicht Zeit, denn gleich startet die Geburtstagsfeier. Wo sind denn alle hin? Okay, alle befinden sich hier oben. Die Geburtstagsparty fängt an. Ich bin ja sehr überrascht, dass sie sich nicht schon wieder in Orens Zimmer versammelt haben. Denn seitdem hier Musik laufen kann, sind alle immer nur dort und tanzen. Das finde ich ein bisschen nervig, aber ist halt einfach so. Gut, sind schon Gäste da? Oh mein Gott, es passiert zu viel. Ja. Hier haben wir Lena, also die Tochter von Gabriel ist gekommen. Gabriel, dann kannst du gleich mal hingehen und kannst sie einmal liebevoll umarmen. Ist schon noch wer da? Ja, hier haben wir auch Jared und Violet. Woher haben die denn das Getränk? Kann mir das irgendjemand sagen? Was ist das? Ich meine, ich schätze mal, Violet hat es mitgenommen. Violet war ja schon immer sehr trinkfreudig, sagen wir so. Dann wird Rose mit ihrer Schwester mal über neuestes Buch reden. Ich weiß zwar nicht, ob Violet das interessiert, aber zumindest Rose interessiert sich dafür, denn sie ist immerhin ein Bücherwurm. Und Emma, warum bist du eigentlich noch immer im Pyjama? Ist Emma schwanger? Nein, oder? Nein. Sie hat ja kein Techtelmechtel. Mich verunsichert das so. Vorhin wegen der Babyparty. Das hat mich echt aus dem Konzept gebracht. Zur Sicherheit. Nein, sie ist nicht schwanger. Okay, alles gut. Gabriel ist auch noch immer im Schlafgewand. Gabriel, du kannst dich auch umziehen. Sydney ist gleich in Unterhose gekommen und auch Richard hat keine Hose an. Ach, das ist doch einfach nur großartig. In dieser Familie sind alle sehr, sehr freizügig unterwegs. Oh nein, Leo, warum bist du denn so traurig? Emma, du gehst jetzt mal hin zu deinem kleinen Bruder und wirst ihm einmal nach seinem Tag fragen und fragen, was so los ist bei ihm. Er sieht nämlich echt traurig aus. Ich habe übrigens vorhin im Stammbaum entdeckt, dass die alle schon voll die riesige Familie haben. Also, Leo ist verheiratet mit Annika und hat tatsächlich schon zwei Kinder, den Hendrik und den Aaron. Und dann Richard, das ist ja die Schwester von Emma. Die ist noch immer mit Max Faber verheiratet und die hat tatsächlich schon vier Kinder. Also einmal die Lea, die Veronica, die Anne und den Yannick. Also die haben echt schon eine sehr, sehr große Familie. Aber gut, jetzt möchte ich mal wissen, was bei Leo los ist. Er sagt es uns irgendwie nicht. Möchtest du uns nicht sagen, was dich betrügt? Frag ihn mal, ob er Single ist. Ich meine, ich habe es zwar gerade gesehen, aber ist ja egal. Wieso redet ihr nicht miteinander? Dann kannst du ihn mal kennenlernen. Wieso können wir ihn nicht trösten oder so? Seit dem neuen Update bin ich ein bisschen verwirrt, was das alles betrifft, weil wir können ihn irgendwie nicht trösten, obwohl er voll traurig ist. Ja, umarm ihn einfach mal. Oh, stimmt. Und dann können wir die Verlobung bekannt geben. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wo geht das nochmal? Nicht hier. Tratsch. Egal. Wir tun einfach so, als hätte sie ihm das erzählt. Sie sagt gerade, ja, Leo, ich bin jetzt verlobt mit Gabriel. Gabriel kennst du ja. Er ist immerhin Rose. Rose ist in letzter Zeit irgendwie immer wütend. Kontrollverlust wegen Angst vor unerfüllten Träumen. Ja, schön, Rose, das finde ich einfach nur großartig. Aber gut, jetzt muss ich mal überlegen, wer welche Rolle bei der Hochzeit spielen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, weil Emma und Leo verstehen sich nicht so gut. Gabriel Walter, zu viele Sims auf einem Haufen. Ist die maximale Kapazität erreicht? Was geschieht, wenn jetzt ein Feuer ausbricht?
oder der Boden sich auftut. Vielleicht wird es Zeit für Gabriel, sich davon zu schleichen. Gabriel? Geht's dir gut? Weil Angst vor Gedränge hat. Oh. Ja, sorry, Gabriel, da musst du jetzt durch. Auf jeden Fall. Emma versteht sich eigentlich mit all ihren Kindern sehr gut. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wer ihr Trauzeuge sein könnte. Nehmen wir vielleicht einfach Daisy, weil sie da steht. Wir gehen einfach hin und fragen, wo geht das denn? Wir können sie nur bitten, auf der Hochzeit den Ring zu tragen oder Blumen zu streuen. Ja gut, dann wird Daisy einfach die Blumen streuen. Und dann möchte ich gern Ivo fragen. Wo ist Ivo? Hier. Nein, das ist Jared. Wo ist Ivo? Ivo schwimmt hier unten. Ja, großartig. Dann kann sie Ivo fragen, ob er den Ring auf der Hochzeit tragen möchte. Und dann wird Gabriel Violet irgendeine Rolle zuteilen. Ich hoffe, es ist noch eine übrig, weil die beiden hatten ja immer die engste Verbindung miteinander. Deshalb glaube ich, das passt schon ganz gut. Ich hoffe, es gibt noch eine. Bitten Trauzeugen-Sim von Violet zu werden? Violet? Bist du verlobt? Fragt sie mal, ob sie Single ist. Ich meine, ich weiß, dass sie mit Sarah zusammen ist, aber ja, ich weiß nicht. Sind die beiden mittlerweile verlobt? Kann leicht sein. Ich habe keine Ahnung. Wir waren schon so lange nicht mehr bei ihnen. Ich weiß nicht, was in deren Leben abgeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Livia ist einfach Livia. Ach, ich liebe sie. Ich freue mich schon so, wenn wir mit ihr spielen. Ich gehe mit jemandem, hat sie gesagt. Okay. Dann fragen wir sie einfach, ob sie unser Offiziant sein möchte. Dann hat ja fast jeder eine Rolle. Das finde ich sehr schön. Bloß, wenn du dich fast anpinkelst, solltest du vielleicht auf die Toilette gehen. Die sind allein nicht überlebensfähig. Sirius ist wieder da? Seit wann ist Sirius wieder da? Okay, ich bin ganz ehrlich, vielleicht vergesse ich Sirius ein bisschen. Und vielleicht ist es ein bisschen berechtigt, dass er manchmal abhaut. Aber die meiste Zeit bemühe ich mich wirklich. Das heißt, ganz verstehe ich es nicht. Aber okay, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass unsere Kids Geburtstag haben. Flora, du bist als Erste dran. Nein, der Kuchen ist verdorben. Ach, ist das belastend. Ja, gut. Dann muss Emma jetzt einen neuen zubereiten. Tut mir sehr leid. Dann machen wir jetzt einfach eine weiße Torte. Ah, wie schnell verdirbt denn ein Kuchen? Wir haben den heute in der Früh gemacht. Der wird ja nicht so schnell schlecht. Ist ein bisschen unrealistisch. Und unsere Kuh stinkt auch schon wieder. Wie gesagt, ich freue mich wirklich schon, wenn wir dann mit Livia spielen. Und einfach in einem Haushalt spielen, wo nur ein Sim ist. Und nicht 1000 Sims. Auf das freue ich mich echt schon. Emma, wo bist du? Da. Okay. Okay, die Geburtstagsparty ist vorbei und wir haben Bronze abgeschlossen, weil ich es nicht mal geschafft habe, dass die Kinder älter geworden sind. Aber ist nicht so schlimm. Das holen wir jetzt einfach nach. Auch wenn die Party schon vorbei ist und alle abhauen. Oh wow, das war ein voller Erfolg. Oh, der Abschlussball ist heute. Abschlussball beginnt. Es ist Zeit für den Abschlussball. Style dich auf und rocke die Tanzfläche mit anderen Highschool-Schülern. Wirst du teilnehmen? Ja, eigentlich möchte ich sehr gern teilnehmen. Dann haben Flora und Oren halt später Geburtstag. Das ist jetzt halt einfach so. Ich möchte nämlich mit Livia am Abschlussball teilnehmen. Ach, dieser Part läuft schon wieder ganz anders ab als geplant. Und hier sind wir und das Erste, was wir sehen, ist die schwangere Aufsicht. Alles klar. Ich hoffe, du bekommst dein Baby nicht am Abschlussball. Das wäre ein wenig blöd. Auf jeden Fall ist Livia jetzt hier am Abschlussball. Aber ich glaube, hier, da ist Lena. Das ist die Tochter von Gabriel. Ansonsten haben wir, glaube ich, kein bekanntes Gesicht. Oder zumindest keines, das ich kenne. Doch, Bridget. Bridget ist ein Teenager? Ist sie nicht die Schwester von Emma? Bridget Faber ist verheiratet mit Max, hat 4 Kinder und soll eine Teenagerin sein? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber sie soll zumindest gleich mal altern. Das ist doch toll. Ansonsten kennen wir niemanden. Also es sind jetzt nicht so spannende Leute da.
Und ich glaube auch, dass es für Livia generell nicht so spannend ist. Und mittlerweile sitzt Livia hier allein auf der Bank und fühlt sich unsagbar unwohl, weil sie nämlich unattraktive Sims sieht. Also man merkt, sie fühlt sich hier absolut nicht wohl. Sie möchte hier nicht sein. Hier sind keine Leute, mit denen sie gerne Zeit verbringt. Und sie weiß eigentlich gar nicht zurecht, was sie hier überhaupt macht. Wer ist denn Tobias? Ja. Bei dem wird sie sich jetzt einfach mal grob vorstellen und dann wird sie sich ein bisschen mit ihm streiten und so sagen, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Siehst du nicht, dass ich allein sein will? Was möchtest du hier überhaupt? Jetzt setzt er sich auch noch zu uns. Wir werden ihm einmal die Abneigung spüren lassen. Was war das? Was waren diese Blitze? Als sehr unattraktiv empfunden, neutrale Chemie. Sie findet ihn seltsam und er ist schon voll wütend auf uns. Das passt ja perfekt. Ich wollte auch nicht mehr als mit ihm streiten. Er soll einfach gehen. Livia möchte alleine sein. Sag mal, seine Mutter ist ein Lama. Und dann behaupte mal, dass er ein Alien ist. Das ist doch absolut großartig. Und ich glaube, dann hat sie wirklich genug und wird sich hier nach draußen setzen. Und einfach ein bisschen alleine sein, denn ich bin mir ganz sicher, es nervt sie unglaublich, dass sie hier nicht mal auf einer Bank sitzen kann und in Ruhe gelassen wird, sondern sie wird natürlich von irgendjemandem angequatscht. Und jetzt hat sie schon ihr Handy in der Hand und wird jetzt einfach mal ihrem Boy eine glückliche SMS schreiben. Marvin heißt er, genau. Ich wusste ja nicht mehr, wie er heißt. Nein, du wirst nicht daran teilnehmen. Du interessierst dich doch nicht für irgendeine Nominierung. Livia, was ist nur los mit dir? What? Livia ist tatsächlich gerade zur Näherin des Abschlussballs gewählt worden und sie ist glücklich drüber? Königlich für eine Nacht. Ist das wirklich was Positives? Ich dachte eher, das ist so ein Preis für die, die niemand mag. Livia, kannst du das bitte wieder abnehmen? Ich will nicht, dass du das hast. Ich möchte das nicht mehr. Never mind. Wie gesagt, ich glaube, Livia hat genug von diesem Abend. Offiziell fühlt sie sich zwar sehr selbstsicher, aber ich glaube, in Wirklichkeit täuscht sie das nur vor. Deshalb wird sie jetzt dann einfach abhauen. Dazu müssen wir den Abschlussball beenden. Abschlussball nicht erfolgreich, ja. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, Livia fühlt sich hier einfach nicht wohl. Was passiert da gerade? Was wird gebaut? Oh. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, Livia möchte hier nicht sein. Livia hat genug von ihren Klassenkameraden. Und deshalb wird sie jetzt mal wieder abhauen. Offiziell ist ja Ausgangssperre. Und außerdem hatte sie erst vor kurzem Hausarrest. Also Emma und sie sind wirklich nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber wie immer ist Livia das egal. Und zwar möchte ich, dass sie nach San Sequoia reist. Und zwar habe ich hier nämlich ein ganz besonderes Gebäude platziert. Vielleicht fällt es euch schon auf. Es ist hier unten. Es ist offiziell noch ein Park. Aber in Wirklichkeit möchte ich, dass unsere Livia in der neuen Generation dann hier einzieht. Aber ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal vorbei. Sie nimmt natürlich ihren Boy mit. Und dann kann ich euch das Gebäude zeigen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass Livia und Marvin einfach so durch San Sequoia spaziert sind. Und dann haben sie zufällig dieses verlassene Haus entdeckt und mussten da natürlich hinein. Also es sieht eindeutig unbewohnt aus. Und dann wollten sie es natürlich unbedingt entdecken. Und zwar spazierten die beiden hier jetzt durch die Gassen und dann haben sie dieses verlassene Haus hier gesehen. Ich habe es übrigens aus der Galerie. Ich finde es absolut großartig. Und wie gesagt, wenn wir da mit Livia ausziehen, wird das, glaube ich, ihre erste Unterkunft werden. Es ist eben total zugemüllt, also man kann nichts wirklich benutzen. Ich glaube nur, genau, die Toilette können wir benutzen. Hier gibt es dann ein Waschbecken. Dusche gibt es, glaube ich, keine. Nein, Dusche gibt es keine. Auch der Kühlschrank ist komplett kaputt. Hier haben wir Spinnweben, jede Menge Müll und diesen ekligen grünen Schleim am Boden. Keine Ahnung, was das ist. Der Herd würde funktionieren, aber wir haben ja nicht mal einen Kühlschrank. Dann gibt es hier noch eine Treppe nach oben. Hier haben wir ein sehr ekelhaftes Bett, was natürlich für den Notfall auf jeden Fall reicht. Auch hier ist nur jede Menge Müll und hier haben wir so eine kaputte Kommode. Hier oben ist sogar noch eine Toilette und hier können wir sogar duschen.
Also es ist um einiges mehr funktionstüchtig, als ich gedacht habe, aber ist ja nicht so schlecht. Dann müssen wir nicht ganz von vorne beginnen. Und außerdem eine Sache, die mir noch sehr, sehr wichtig war, die Livia jetzt dann gleich mal erkunden wird. Hier haben wir einen Seance-Tisch. Das kam ja mit der Erweiterung paranormale Aktivitäten und da kann man eben mit den Dahingeschiedenen kommunizieren oder auch spirituelle Volatilität spüren. Das geht aber nur, wenn das Haus ein Spukhaus-Wohngrundstück ist, was es natürlich sein wird, wenn wir mit Livia dort wohnen, aber das geht jetzt natürlich noch nicht. Aber jetzt wird sie erstmal zu Marvin hingehen und wird ihm einen verrückten Plan vorschlagen, nämlich wird sie sagen, siehst du dieses Haus? Das sieht so cool aus. Wir müssen da auf jeden Fall hineingehen. Und er ist natürlich dabei. Er ist ein Vampir. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Und deshalb werden die beiden das Ganze jetzt einfach mal ein wenig erkunden und sehen, was sie hier so finden können. Also wir haben ja schon gesehen, sie können nicht sonderlich viel finden. Aber das wissen sie ja nicht. Deshalb schaut sich Livia das Ganze einfach mal an. Marvin geht es irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum, dem geht es irgendwie nie gut. Sie wird ihm mal ein Kompliment über sein Aussehen machen und sagen, hey, du siehst wie immer toll aus. Ich finde sowieso, du bist der schönste Sim, den es gibt. Und dann werden sie ein bisschen miteinander flirten. Zumindest aufs Flirten steigt er ein. Wie sollte es anders sein? Livia kann dann auch mal mit ihm über ihre Ängste reden. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Weil ich meine, beim Flirten ist er meistens on board, aber bei allem anderen war er ja immer ein wenig desinteressiert, würde ich sagen. Dann wird sie ihm noch eine schlüpfrige Frage stellen. Aber ich glaube, dann werden die beiden auch ein wenig weitergehen. Vielleicht können sie auch mal den oberen Stock erkunden. Wie gesagt, hier ist nicht sonderlich viel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Livia trotzdem fasziniert davon ist. Also sie war ja schon immer fasziniert von sozusagen der dunklen Seite des Lebens. Und da passt so ein verlassenes Haus, finde ich, großartig zu ihr. Und jetzt schauen die beiden natürlich auch noch hier in die Garage. Und ich wollte, dass die beiden zusammen mit den Dahingeschiedenen kommunizieren, aber es geht leider nicht. Deshalb wird Livia das ganz einfach alleine machen. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit macht. Ich hoffe, er haut nicht ab. Aber dann schauen wir uns das Ganze mal an. Oh Gott, ist das großartig. Ich habe das nämlich tatsächlich noch nie gemacht in Sims. Hier sind jetzt auch Bilder von verschiedenen Sims. Sind das ihre Vorfahren oder sind das Fremde? Auf jeden Fall ist sie gerade dabei, die Medium-Fähigkeit zu erwerben. Verbessere deine spirituelle Kraft. Sims, die sich auf diese Reise begeben, können möglicherweise Dahingeschiedene herbeirufen oder eigene Seancen mit anderen Sims abhalten. Du kannst die Medium-Fähigkeit erhöhen, indem du Interaktionen am Seance-Tisch verwendest. Ich habe mir nämlich überlegt, es gibt einen geheimen Job sozusagen seit dem Paranormale Aktivitäten-Pack. Und zwar ist man da sozusagen ein Medium. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein Freelancer-Beruf und man arbeitet halt als Medium. Und ich finde, das würde so gut zu Livia passen. Was da nämlich das Coole ist, wir müssten nicht immer regelmäßig zur Arbeit gehen, sondern wir könnten eben frei entscheiden, wann sie arbeitet. Und ja, das wäre jetzt so meine Idee für Livia gewesen. Schreibt mir natürlich immer gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber dann können sich die beiden hier noch ein wenig anfreunden. Langsam verstehen sich die beiden immer besser. Also er fühlt sich kokett, sie fühlt sich sogar sehr kokett. Deshalb hätte ich gesagt, Livia wird jetzt hier mit Marvin ihren ersten Kuss erleben. Hier in San Sequoia, in ihrem gemeinsamen Geheimversteck sozusagen, das sie ja gerade entdeckt haben. Und das schon sehr, sehr bald Livias neues Zuhause sein wird. Oh nein, ich möchte es nicht verpassen. Oh mein Gott, ist das stressig. Livia bekommt ihren allerersten Kuss. Ob das eine gute Idee war? Ich weiß ja nicht. Immerhin ist er um einiges älter. Er ist ein Vampir. Aber ihr geht es gut damit. Also sie fühlt sich sehr selbstsicher momentan. Sie fühlt sich auch sehr wohl in seiner Nähe. Immerhin steht sie auf ihn. Ja, wir werden in ein paar Parts sehen, ob das zwischen den beiden wirklich eine gute Idee ist. Aber an dieser Stelle gehe ich jetzt nochmal zurück zur Hauptfamilie, denn immerhin müssen Flora und Oren dringend Geburtstag haben. Umstylen werde ich sie jetzt in diesem Part nicht mehr, aber zumindest älter werden sollten sie auf jeden Fall. Und wir sind wieder da, die Geburtstagstorte ist auch ready. Deshalb wird Flora jetzt gleich mal hingehen und sich etwas wünschen.
Unsere kleine Flora wird jetzt zur Teenagerin. Es ist leider nur Emma da, um mit ihr zu feiern. Aber zumindest ist sie nicht ganz allein. Das ist wirklich kein erfolgreicher Geburtstag. Ich glaube, so sehr haben wir noch nie ein Kind vergessen. Und Flora ist älter geworden. Flora hat ein Bonusmerkmal erhalten. Hohes Selbstbewusstsein. Sehr cool. Sie ist eine Katzenfreundin und dann geben wir ihr einfach noch kreativ. Und hier geben wir ihr auch kreativ. Einfach, weil ich nicht weiß, was wir ihr sonst geben, geben wir ihr herausragende Malerin. Und dann kannst du gleich mal noch Geburtstagskerzen hinzufügen. Denn immerhin muss Oren auch Geburtstag haben. Der trauert einfach schon wieder um Coco. Ich sag's nochmal. Er hat Coco lebend gar nicht kennengelernt, aber er steht jeden Abend hier am Grab vom Hund und weint. Langsam glaube ich, er ist ein bisschen wie Livia. Sehr fasziniert vom Tod. Oder eigentlich das Gegenteil von Livia. Weil Livia ist ja irgendwie positiv fasziniert und er ist eigentlich den ganzen Tag nur am Weinen. Armer kleiner Oren. Aber nun hat auch er Geburtstag. Und wie Flora ist auch er ganz allein. Das ist doch nur absolut großartig. Und nun ist auch unser Oren ein Teenager. Auch er hat hohes Selbstbewusstsein. Okay, hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, aber kann mich natürlich auch irren. Was könnten wir ihm geben? Wir haben ja gesagt, er zieht nach Sulani. Gibt es da irgendwas, das passt? Ja, entweder liebt die Natur, Kind der Inseln oder Kind des Meeres. Sagen wir Kind der Inseln, warum nicht? Und als Bestreben bekommt er, ja keine Ahnung, ein Naturbestreben. Er möchte Anglerass sein. Flora möchte baden gehen. Gut, dann wünsche ich ihr natürlich viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Part werde ich die beiden definitiv umstylen. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann jetzt auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!